super EM. Also für mich waren es zwei absolute Highlights. Gestern der Moment auf dem Breitscheidplatz, wo man die Spannung schon wirklich schneiden konnte. Und heute im Stadion habe ich es total genossen, die Leute versucht zu animieren und zu begeistern mit den Stößen und mit dem Auftritt. Und von daher war es für mich eine total klasse EM. Ob es in 10,98 klappt, dass die Tränchen kommen, wusste ich nicht. Es hat funktioniert. Ja, da fließen dann halt auch schon mal die Freudentränen. Ich sage, wenn einem sowas gelingt wie mir jetzt halt heute, geiler geht's eigentlich nicht wirklich. Im Dezember dann brutaler Rückschlag, dann mit dem Schlaganfallmäßigen, mit der Gesichtslähmung, wo ich dann komplett raus war. Ich musste 4 Wochen komplett nichts machen, einfach nur warten und hoffen, dass die Gesichtslähmung weggeht. Die hätte ja auch nie wieder weggehen können und dann wäre das Ganze eh für mich gegessen gewesen. Und da fallen einfach 1 Million Tonnen von Steine, von allem, von den Schultern und dann platzt einfach die ganze Emotion, die ganzen Gefühle einfach nur noch aus einem raus. Ich glaube, ich werde nie mehr eine bessere Stimmung haben als an dem Tag jetzt heute. Es war unglaublich laut, gerade als Diskuswurf noch war mit Robert Harting oder Kugelstoß mit Schwanitz. War es so laut, dass ich mir halt zwischendurch die Ohren zugehalten habe. Ich bin auch dankbar dafür, dass die Leute verstehen, dass ich immer versucht habe, Werte darzustellen, nichts anderes und dass man das auch verstanden hat. So, habe ich noch nicht viele Abschiede erlebt, dass ich nicht weiß, ob das jetzt was Besonderes war, was Nachhaltiges oder nicht. Kann ich mir nicht bewerten. Man kommt ins Stadion und hat eigentlich permanent Gänsehaut. Man hört gar nicht mehr auf, weil das so beeindruckend ist und die Leute so einen Krach machen. Und die haben uns angefeuert. Das war einfach wirklich, wie es die Gina schon gesagt hat, einfach nur geil. Ich dachte wirklich, ich habe die Bronzemedaille hergegeben aufgrund meines Strauchlers. Und von daher bin ich mega happy, mir die Medaille abgeholt zu haben. Und das in Berlin bei der Heim-EM. Es war immer mein Traum, eine Medaille hier zu holen und den habe ich mir erfüllt. Als ich diese Runde gemacht habe, war das Freude, irgendwie auch eine Belohnung. Auf der anderen Seite konnte ich es nicht glauben und auch so ein bisschen konservieren. Also mal stehen bleiben, Augen zu machen, riechen, fühlen. Wie fühlt sich das an, dass das einfach konserviert ist? Also es hieß lange Zeit, dass immer nur Finnen was vom Speerwerfen verstehen. Aber heute hat definitiv Berlin bewiesen, dass Speerwerfen auch in Deutschland riesig Spaß macht. Und die EM ist unbeschreiblich für uns und wir haben es gestern im Fernsehen verfolgt, alle miteinander und das ist einfach genial, jetzt selber hier zu stehen und morgen dann noch Breitscheidplatz. Ich bin wirklich gespannt, was das alles noch bringt. Ja klar, ich meine, das Publikum, das beflügelt ungemein. Ja, wenn man hier 7-mal antritt, 7-mal gefeiert wird, ist natürlich atemberaubend. Da weiß man, eine ganze Nation steht hinter einem. Und gerade bei den Mädels, das passiert ist, habe ich extra nochmal mein extra Polster- und Kämpferherz für uns drei ausgepackt und habe dann umso mehr auch die Medaille nach Hause holen wollen. Man macht sich selbst den Druck eigentlich. Klar, das Publikum erwartet was von einem, aber es will auch einem einfach unterstützen. Es will einem helfen, weit zu werfen, schnell zu rennen. Und so ein Publikum letztes Jahr in London war auch schon unglaublich, aber die waren ja nicht für uns da sozusagen. Und hier, die waren ja alle für uns da und haben uns unterstützt. Das war unfassbar. Ich saß da und dachte mir so, okay, ich muss warten, bis sie endlich mal wirklich den dritten Versuch geschafft hat oder auch nicht. Ja, aber im Endeffekt ist mir wirklich egal, ob ich jetzt den Bronze habe oder Silber. Ich bin über jede Medaille wirklich glücklich und sehr zufrieden.